aber wirklich lange gebraucht, um das zu verarbeiten, weil für mich war es halt so, ich war die letzten drei Maßnahmen dabei. Das letzte Mal wurde ich nachnominiert, aber für Marco Reus, der verletzt war. Und erstes ist ja natürlich der Sprung hier, du bist Jugendspieler und irgendwann unterschreibst den Profivertrag und dein Gehalt geht von hier in andere Dimensionen. Und Freunde, neues YouTube-Video und wir haben einen richtig coolen Interview-Gast. Benny Henrichs hat sich die Zeit genommen, ein paar Fragen zu beantworten. Ist, glaube ich, auch mega spannend. WM steht gerade an. Ich glaube, es gibt coole Fragen jetzt, die dich auch betreffen, wo ich auch einfach auf die Fragen gespannt bin, beziehungsweise auf die Antworten gespannt bin. Und ich bin mal gespannt, was gleich alles kommt. Ich auch. So, erste Frage, um einfach mal warm zu werden. Dein größter sportlicher Erfolg, was würdest du da sagen? Ich glaube, mein größter sportlicher Erfolg war der Pokalsieg letztes Jahr mit Leipzig. Mit Deutschland habe ich auch den Confed Cup gewonnen damals, ich glaube 2017, aber wenn ich so vergleichen muss, den Wettbewerb gibt es nicht mehr. Pokalsieg war schon was Geiles. In Berlin dann die Stimmung war, glaube ich, unvergesslich, ne? Die Stimmung, aber auch, dass du halt weißt, deine ganze Familie, deine Freunde, alle Leute sind da. Ich habe, glaube ich, über 100 Tickets bestellt für das Spiel. Und dann war es auch noch so vom Spielverlauf her so, dass es perfekt war, weil ich dann also hinten eine rote Karte bekommen, dann zurückgekommen, Elfmeterschießen gewonnen. Du noch ein Elfmetertor gemacht? Elfmetertor auch noch gemacht. War schon ein brutaler Tag. Ich habe aber auch selber ein bisschen vorher natürlich geguckt, beziehungsweise ich verfolge das ja auch immer. Du hast ja auch Champions League gespielt, Santiago Bernabeu gegen Vinicius gespielt. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt so eine Antwort, weißt du? War das jetzt auch nicht was ganz Besonderes, Champions League, Vinicius als Gegenspieler? Du mit RB Leipzig da vor so einer ausverkauften Hütte. Ich war ja selber schon in Bernabeu, unglaubliche Stimmung. Aber Pokalsieg ist vielleicht dann doch nochmal einfach. Natürlich ist das was Besonderes, wenn du Champions League spielst generell. Ja. Natürlich dann auch noch gegen Real Madrid oder ich weiß nicht, gegen wen habe ich schon gespielt, Liverpool. Natürlich sind das besondere Spiele, auch Paris, City. Aber ich glaube, extrem besonders wird es, wenn du gewinnst. Ja. Und in dem Moment merkst du einfach, wie speziell das alles ist, was für ein geiles Gefühl das ist. Und ich glaube, darauf arbeitest du dann auch hinaus. Super, ja, cool. Eine Frage, die nicht nur mich extrem überrascht hat, wahrscheinlich auch viele drumherum. War jetzt dein persönliches WM aus, jetzt nicht aus Verletzungsgründen, sondern weil der Bundestrainer sich einfach anders entschieden hat. Wie hast du das Ganze erstmal wahrgenommen? Ich glaube, ich will mir das nicht vorstellen, wie enttäuschend das vielleicht für einen auch ist, ne? Ja, es ist brutal enttäuschend. Aber wirklich lange gebraucht, um das zu verarbeiten, weil für mich war es halt so, ich war die letzten drei Maßnahmen dabei. Das letzte Mal wurde ich nachnominiert, aber für Marco Reus, der verletzt war, und Reus und ich spielen jetzt nicht unbedingt dieselbe Position. Ja. Bin halt schon davon ausgegangen, dass ich dabei bin. War auch im Austausch mit dem Trainer und ja, am Tag von der Nominierung habe ich dann erfahren, dass ich nicht dabei bin. Habe einen Anruf bekommen und das war für mich so ein brutaler Schlag. Also muss ich wirklich zugeben. Du musst dir halt vorstellen, als kleiner Junge träumst du unbedingt davon, mal eine Weltmeisterschaft zu spielen. Das erste Mal habe ich es wirklich mitbekommen, 2006 in Deutschland, im eigenen Land, dann in Südafrika, in Brasilien und auch wurde in Russland, okay, darüber müssen wir nicht reden, aber in Brasilien, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, sind alles so Sachen, wo du darauf hinarbeiten willst, ja, wo du quasi mit Spielern, die Weltmeister sind, auch in einer Mannschaft zusammen spielen kannst. Und dann bist du immer dabei und kurz davor, vor dem eigentlichen Turnier oder beim Turnier bist du dann raus. Das ist schon enttäuschend, aber ich habe dem Trainer auch gesagt, dass ich weiter Gas geben werde. In zwei Jahren ist zwar noch lang hin, aber in zwei Jahren ist eine Heim-EM in Deutschland. Das ist das nächste große Ziel und dafür muss man halt arbeiten. Also, 100%. Ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, zum Beispiel Klostermann ist ja dabei und ich nicht. Ich bin im selben Verein. Wir haben quasi dieselbe Position auch bei der Nationalmannschaft. Ja. Und viele haben noch gesagt, ja, gönnst du es ihm nicht oder warum nimmt der Trainer ihn mit, der hat nicht gespielt und sonst was. Und ich habe ganz normal mit Klose geredet, wir verstehen uns echt gut. Klose hat mir direkt danach geschrieben, sagt, es tut ihm leid und so. Ich habe auch direkt gesagt, mach dir keinen Stress, ich schaffe das schon, aber ich wünsche dir alles Gute für die WM, bring irgendwie den Titel mit nach Deutschland. Ja. Und komplett im Respekt, weil das wird halt auch immer dann so nach außen getragen, dass man das Bild hat, okay, Deutschland spielt jetzt und die fliegen gegen Japan, ich bin froh, ich bin nicht dabei.
so Schadenfreude, wenn es nicht läuft oder so, weißt du. Aber es ist nur bei mir so. Aber die Frage, die jetzt auch gestellt worden ist, stelle ich mir auch. Warum gab es vom Bundestrainer irgendeine Antwort? Weil jetzt nichts, ich bin nicht so ein Thema drin, aber ich kann aus meiner Sicht, Klostermann war lange verletzt, wird jetzt mitgenommen, kam jetzt rein, hat jetzt um Gottes Willen nicht schlecht gespielt. Du bist topfit, hast Champions League gespielt, haben wir auch drüber geredet, warst immer dabei. Hast ja auch mal Leistung gebracht. Also wenn man jetzt. Ja, aber ich glaube, wichtig ist halt so die Idee vom Trainer und seine Philosophie. Und er hat sich jetzt so entschieden. Ich habe Stärken, die Klose nicht hat, Klose hat Stärken, die ich nicht habe. Und er hat sich jetzt einfach für den Spielertyp Klostermann entschieden. Und ist ja nicht nur Klostermann, ist ja auch Kehrer dann noch rechts. Hat sich jetzt für die zwei Spielertypen entschieden und muss ich akzeptieren und weitermachen. Wenn ich da so ein Detail fragen kann, dann kam der Anruf und dann kam auch die Begründung, dass er sich einfach für andere Spielertypen entschieden hat, oder kam da der Grund darum die beiden und darum du nicht, oder wurde es gar nicht erst thematisiert? Nein, wurde jetzt nicht gesagt, okay, du hast das und das und der hat das und das, sondern im Grunde genommen hieß es einfach wirklich, okay, gib Gas. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch nicht, wer dabei ist, wer nicht dabei ist und für mich ist es auch nicht so, dass ich dann nachfrage, okay, warum bin ich dabei, was ist passiert? Und, weißt du, du kannst ja nicht mit dem Bundestrainer diskutieren, nein, der nominiert dich und sagst du, warum nicht. Nein, weißt das du? Kannst du auch nicht bringen. Kannst du ja nicht machen. Du bekommst es mit und dann ist das so. Die nächste Frage kennt wahrscheinlich jeder von uns. Keine Ahnung, man hat ein Vorstellungsgespräch oder und man wartet einfach auf einen Anruf. Bei dir ist es natürlich eine andere Situation. Man hat natürlich vielleicht auf einen Anruf vom Bundestrainer gewartet. Wie war das bei dir? War das auch dieses, was viele von draußen kennen, man wird hibbelig, man guckt die ganze Zeit aufs Handy, oder war das so, wenn der Anruf ruft, er an und dann ist es so? Nein, war gar nicht so. Also war nicht so, ich warte jetzt einfach entspannt und er ruft an, sondern wir hatten am Mittwoch das Spiel gegen Freiburg noch, wurde eingewechselt, habe eigentlich relativ gute Leistung gebracht und bis dahin aber nichts gehört. Und dann kam Donnerstag morgens der Anruf und Donnerstagmittags war dann die Nominierung. Okay. Und ich wusste halt nicht, wie es abläuft. Das wäre die erste WM, wo ich dann dabei gewesen bin. In Russland damals war ich ja nicht dabei. Und das war das erste Mal, wo ich mir aber auch so Hoffnung gemacht habe, dass ich dabei bin. Ja. Aber ich wusste halt gar nicht, wie das abläuft. 2018 war ja noch Jürgen Löw der Trainer, jetzt ist Hansi Flick. Und ich wusste nicht, ruft der vorher an, weiß ich nicht, E-Mail, WhatsApp-Gruppe, was auch immer. Hab einfach gewartet und da kam halt der Anruf, aber ja, leider mit der falschen Nachricht, aus meiner Sicht. Ich stelle mir ja schon brutal hart vor, du hast gesagt, Donnerstagmittag war die Nominierung und Donnerstagmorgen hat er dich erst angerufen, oder? Ja, du musst ja auch abwägen, also das finde ich jetzt, ist halt, wir hatten halt Mittwoch noch das Spiel und wenn er mich jetzt am Spieltag anruft und sagt, okay, Benni, ist auch scheiße, hat vielleicht nicht gereicht, dann habe ich danach noch ein Spiel gegen Freiburg. Ich glaube nicht, dass du dann wirklich mit einer guten Leistung von mir rechnen kannst. Nee, da hast du, ja, da musst du ja auch von abwägen. Ne? Stimmt, da gehst du mit so einer scheiß Einstellung dann quasi, kannst du ja nicht verhindern mit so einem, ja gut, gar nicht drüber nachgedacht, aber wo du sagst, macht das schon Sinn, den Zeitpunkt dann zu wählen. Davor war halt auch, ich glaube, englische Woche, also es war halt, dass wir jeden dritten Tag gespielt haben und du musst halt dann immer abwägen, wie du das jemandem sagst oder nicht sagst und ich glaube schon, dass das auch dann so ein bisschen Feingefühl gemacht hat und lieber dann nach dem Freiburg-Spiel zu machen, anstelle von zwei Spieltage davor. Und weißt du, die Spieler, die nominiert worden sind im Nachhinein, ob die auch angerufen worden sind oder haben sie das selber erst im Fernsehen gesehen? Weißt du das? Ich weiß nicht, wie es jetzt unbedingt da war. Ich glaube, dass sie angerufen worden sind. Ich will aber jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe wirklich seitdem nicht mehr wirklich mich damit befasst. Ja. Weil, wie gesagt, schon sehr hart. Ich weiß aber zum Beispiel von Frankreich, dass sie es wirklich vom Fernseher fahren. Ich habe mit Christo geredet. Echt? Und habe den gefragt und der meinte, dass sie einfach, das ist dann wie bei den ARD-Nachrichten, ist das bei denen in Frankreich so und dann um 8 Uhr ist der Trainer da und liest den ganzen Kader vor und die Spieler sitzen dann vor dem Fernseher und hoffen, dass sie dabei sind oder nicht. So, jetzt noch eine Frage, ich war ja vor kurzem in Ghana, du hast ja auch Wurzeln aus Ghana, ich glaube die Mama, richtig? Genau. Ja, guck mal, da bin ich gut informiert, schon mal. Verfolgst du solche Spiele besonders, beziehungsweise drückst du auf Ghana fest die Daumen? Andere Frage noch direkt hinterher. Du hast ja auch Teamkollegen aus Leipzig, wie Dani Olmo, Spanien, haben wir gerade drüber gesprochen. Aber auch Christoph van Kuku, der sich jetzt, ja, ich finde auch einer der besten Spieler der Welt vielleicht, aus meiner Sicht, der sich jetzt so unglücklich verletzt hat. Das ist ja auch für ihn ein brutaler Schock. Wie siehst du die Fragen jetzt mal? Also Mainz Ghana verfolge ich wie ein Fan. Okay. Absolut. Es war bei jeder WM so. Das wird sich auch niemals ändern, denke ich. Ich habe halt die deutsche Seite und die ghanaische Seite und ich glaube, dass ich da einfach auch so diesen Fan-Moment lebe. Also selbst für mich, ich bin jetzt Profi, habe Champions League gespielt, Nationalmannschaft, alles drum und dran und
als Ghana jetzt gegen Südkorea gewonnen hat, habe ich einfach von 433 die Story repostet von Kudus und André Ayew und die markiert und einfach geschrieben, Ghana gewonnen und was weiß ich und André Ayew hat es repostet. Und für mich war es halt so ein Moment, also für die Außenwelt ist es vielleicht okay, der eine Profi repostet den anderen Profi und hast nicht gedacht. Für mich war es halt so ein Moment, ich kenne den seit ich klein bin. Hab damals das erste Mal sein Spiel gesehen, glaube ich, U17 WM. Da war ich, keine Ahnung, U10, U11, irgendwie sowas. Und jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später packt er mich in seine Story. Ich hatte immer noch so einen kleinen Fan-Moment, weißt du, ich meine? Weil für mich ist es halt immer noch was Spezielles dann. Und das Spiel verfolge ich natürlich, aber auch von meinen Kollegen. Also mit Dani habe ich schon geschrieben, vor dem Deutschlandspiel, nach dem Deutschlandspiel. Und habe denen gesagt, gegen Deutschland ein bisschen keimer. Und da hat er nach 7 gegen Latte geschossen. Dann habe ich ihn direkt gesprochen, habe ich geschrieben, gesagt, du hast gesagt, du spielst keinen Mann, jetzt schießt nach 7 in die Latte direkt. Klar verfolge ich das schon, auch nicht nur Mannschaftskollegen, auch Spieler, mit denen ich früher zusammen gespielt habe. Sabiri von Marokko, wir haben zusammen in der U21 gespielt von Deutschland. Und auch den Weg, den er gegangen ist, ist für mich brutal. Also ich finde es brutal, sowas zu sehen, wenn deine Freunde bei der WM sind und auch noch erfolgreich sind. Ja, geil. Tore schießen, Tore vorbereiten, die Mannschaften gewinnen. Das ist ein brutales Gefühl. Und, hattest du denn eigentlich die Qual der Wahl, Deutschland oder für Ghana zu spielen? Theoretisch hätte ich auch für Ghana spielen können, habe aber seit der 15 für Deutschland gespielt. Ja. Und von Ghana kam nie was. Also gab es da nicht wirklich so diese krasse Überlegung, wenn ich ehrlich bin, weil wenn du mit 14 Jahren schon das erste Mal für Deutschland spielst, und sich das jedes Jahr durchsetzt quasi und du auch von anderen Seiten nichts hörst, dann dann ist klar, was du machst. Jetzt noch die Frage, haben wir ja gerade gesprochen, Weltspieler, muss man ja schon sagen, Christoph Nkunku, der unglaubliche Bundesliga-Spiele abliefert ohne Ende, jetzt so unglücklich verletzt, war natürlich, glaube ich, für viele ein brutaler Schock. Wie wurde das hier in Leipzig an sich aufgenommen, war, glaube ich? Ja, natürlich ein brutaler Schock, nicht nur für ihn, auch für alle. Ich glaube, Christo, was er die letzten ein, zwei Jahre hier gemacht hat, ist wirklich Weltklasse. Muss man nicht mal drum herum reden. Statistiken, unabhängig auch von den Statistiken, seine Leistung auch auf dem Platz ist brutal. Und verstehe uns ja auch echt gut, weißt du, und das tat mir halt extrem weh. Du siehst einfach, wie der hart für diese WM gearbeitet hat. Und Christo ist jetzt nicht wirklich jemand, der sich großartig verletzt. Ich glaube, ich bin jetzt seit 2 Jahren mit ihm hier im Training. Hat sich noch nie im Training verletzt. Und dann, weiß ich, eine Woche vor WM-Beginn verletzt er sich im Training. Das ist halt extrem bitter, weißt du. Und ich bin dann auch so, dass ich ihn erstmal Ruhe lasse, weil, du weißt ja selber, so jetzt, wo ich das von mir gehört habe, von meinem WM-Haus, dann keinem geantwortet. Ja. Wirklich, mein Handy war voll und ich habe keinem geantwortet, weil ich einfach so Abstand wollte vom Fußballer, so einen Moment. Und ich glaube, ihm war es ähnlich. Und dann geschrieben, aber ja, ist halt enttäuscht. So, nächste Frage, die mich vielleicht auch persönlicher betrifft. Du machst ja auch relativ viel Social Media. Wir haben ja schon gesehen, es funktioniert. Zum Beispiel Jindawi bei Hertha, Social Media, Fußball funktioniert. Wie sieht das jetzt zum Beispiel bei Leipzig aus? Ja, es funktioniert. Du musst halt immer gucken. Also bei mir ist ja an der ersten Stelle der Fußball, klar. Ganz klar. Und Social Media mache ich einfach gern, weil ich mag es einfach, Sachen zu posten. Versuche auch dann, ich weiß nicht, so nahbar wie möglich zu sein, weil für mich, als ich damals aufgewachsen bin und die ganzen Fußballprofis gesehen habe, habe ich halt nur im Fernsehen gesehen und war begeistert. Und jetzt, durch die heutige Zeit und wie sich das alles weiterentwickelt hat, hat jeder Fan da draußen die Möglichkeit, so nahbar an Spielern zu sein wie möglich. Und das versuche ich einfach zurückzugeben. Und für sowas mache ich dann halt TikTok, Insta, Twitch, alles drum und dran. Und ja, will den Leuten dann noch zeigen, okay, so sind wir Fußball, sind es auch nur Menschen. Ihr seht uns dann in der Öffentlichkeit, aber ihr seht uns auch, ihr seht mich jetzt auch hier privat, ihr seht auch jetzt hier, wie ich in der Kabine Fax mache mit den Jungs oder sonst irgendwas. Und dann muss halt auch immer abwägen, weißt du, wenn wir jetzt keine gute Phase haben, dann wäre ich natürlich auch nicht jetzt, weiß ich nicht. Essen, posten in einem Club, feiern müssen. Essen, wenn du sonst irgendwas, weißt du. Es muss halt auch immer stimmen und deswegen sage ich halt an erster Stelle, bin ich Fußballer, absolut. Und irgendwann dann kommen die Socials, weißt du. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also genau, was du angesprochen hast, ist bei mir tatsächlich auch mal der Fall gewesen. So, Fußball immer so ein Fußballer, so eine große Distanz gewesen. Jetzt, ich weiß nicht, weil ich selber vielleicht Social Media auch mache, habe ich so für mich selber so den Kontakt zu den Spielern, beziehungsweise zu einigen Spielern, natürlich nicht zu jedem. Ist aber auch für mich immer ein besonderer Moment, jetzt einfach hier zu sitzen, so ein Interview zu führen mit einem Fußballprofi, Nationalspieler, ist für mich auch, wie gesagt, immer noch ein sehr, sehr besonderer Moment.
War aber früher, wie du genau gesagt hast, war eben nicht so. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Freue ich mich auch darüber, dass sowas, solche Möglichkeiten entstehen. Erstmal danke nochmal während des Videos fürs Interview auf jeden Fall. So, eine Frage, die ich noch mitgebracht habe, weil ich selber mal gefragt werde, dir, was machst du eigentlich mit deinem Geld? Du verdienst jetzt Geld mit Social Media oder? Fußballprofis verdienen hoffentlich noch viel, viel mehr Geld. Sei ihm auch gegönnt. Ich kann ja von mir aus reden, ich habe auf jeden Fall mein Geld in Aktien investiert, ich habe eine Immobilie gekauft, solche Geschichten einfach, wo ich sage, langfristig, hoffentlich, wenn wir auch mal Kinder kriegen, dass wir einfach da gut versorgt sind. Wie sieht das bei einem Fußballprofi aus? Ja, natürlich hast du da auch viele Möglichkeiten. Natürlich, als erstes ist ja natürlich der Sprung hier, du bist Jugendspieler und irgendwann unterschreibst einen Profivertrag und dein Geld geht von hier in andere Dimensionen und du weißt, du hast halt noch nie so viel Geld gehabt zum Beispiel in deinem jungen Leben und weißt halt erst nicht, was du machen musst und die Erfahrung spielt halt mit. Ich habe es auch, ja, wie ich es ja gut angelegt habe, jetzt auch in zwei Startups investiert, wo ich jetzt letztens auch auf einer Veranstaltung war und mir das angehört habe. In Ghana wird auch viel investiert und es hat dann so ein bisschen verteilt. So, und die letzte Frage des Tages. Da ich bin vom Fernseher eskaliert, als Füllkrug den in den Winkel genagelt hat, weil ich es einfach, ja, ich habe es denen auch irgendwie gegönnt. Da wurde so viel draufgehauen auf die Mannschaft und jetzt so ein Tor, so ein Befreiungsschlag und ich finde Füllkrug mit seiner Zahnlücke einfach brutal sympathisch. Keine Ahnung, wie war bei dir? Du hast es auch vom Fernseher einfach normal geguckt, ne? Wie war das für dich? Ähnlich. Also, ich muss vorher dazu sagen, ich habe mit Füllkrug schon ein paar Jahre gegen ihn gespielt, aber nie wirklich mit ihm geredet. Und jetzt haben wir das letzte Spiel vor der WM gegen Bremen gespielt. Ja. Bin direkt zu ihm hingegangen, habe gesagt, freut mich wirklich für dich, hast du verdient. Er war auch wirklich freundlich, hat sich bedankt und da hast du schon gemerkt, dass er extrem sympathisch ist, weißt du? Also so ein guter Typ, mit dem du auf jeden Fall klarkommst. Und dass er jetzt das Tor macht für Deutschland und Deutschland hilft dabei, dass wir nicht gegen Spanien verlieren, ich finde es brutal. Ich finde es eine geile Geschichte und hat sich auch verdient. Also ich habe mich genauso gefreut vom Fernseher und ich glaube auch, dass er noch das ein oder andere Tor machen wird bei der WM. Ich hoffe, guckst du die Spiele eigentlich immer alleine oder hast du auch... Mal so, mal so. Also ich habe ja jetzt noch Training hier. Ja, klar. Jetzt das letzte Spiel habe ich das Wochenende frei gehabt und war bei meiner Familie in NRW. Du bist selber komplett mitten im Geschehen. Was glaubst du denn? Du kannst es, glaube ich, auch am besten einschätzen. Wer wird Weltmeister? Ich muss ehrlich sagen, so was Tipps angeht oder so, bin ich nie wirklich gut. Ich glaube schon, dass wirklich, dass Deutschland weit kommen wird. Okay. Es wird halt alles wieder so schlecht geredet und sonst was, aber ich glaube schon, dass die bald kommen werden. Was ich dann bis jetzt noch gesehen habe, Spanien hat das auch überzeugt. Dani auch geredet, Olmo, der auch gesagt hat, die sind gut drauf. Und ich glaube, man hat ja auch von Hansi Flick und von Luis Enrique das Gespräch mitbekommen, hat der Luis Enrique gesagt. Der hat gesagt, wir treffen uns im Finale wieder. Haben sich quasi so verabredet. Und ich glaube schon, dass das schon zwei Mitfavoriten sind nach dem Titel dann natürlich. Ich kann jetzt auch Brasilien, Argentinien, Portugal alle sagen. Ja, aber, klar. Ich glaube schon eher, dass Deutschland oder Spanien weiterkommen. Ich bin gespannt. Was sagst du? Ich habe auch auf Deutschland tatsächlich getippt, weil ich sage, so die Qualität der Mannschaft wird einfach unterschätzt. Ich glaube jetzt schon, dass sie gegen Costa Rica gewinnen werden. Das ist meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, was du sagst. Ich glaube auch, dass Spanien auch gegen Japan gewinnen wird, so wie ich Japan jetzt gesehen habe. Gegen Costa Rica war es schon erschreckend. Mhm. Und gegen Deutschland waren sie jetzt auch nicht... eine Übermannschaft, ne? Das wurde auch viel gehypt, wie wahnsinnig gut Japan war. Es waren jetzt zwei, drei Situationen, wo Deutschland gepennt hat, wo Japan mit Sicherheit gute Aktionen hatte. Aber ich sage, Spanien gewinnt gegen Japan und Deutschland gewinnt gegen Costa Rica. Und dann ist, glaube ich, im Achtelfinale Marokko oder Kroatien. Ne? Und Kroatien ist schon, glaube ich, stärker als Marokko, würde ich jetzt sagen. Wobei die auch schon... Ja, Marokko hat Hakimi, die haben gute Hakimi. Für mich so Überraschungsmannschaft bis jetzt. Ich bin echt gut. Ich finde die auch nicht schlecht, um Gottes Willen, jetzt gegen alle Marokkaner da draußen. Nein, die haben absolute gute Einzelspieler, aber ich sage aber, Kroatien ist für mich trotzdem nah so vorne mit Modric im Zentrum. Die haben unglaubliche Spieler dabei. Ja. Wo ich sage, vielleicht ist nicht nur Modric, sondern Kroatien an sich ein Ticken gefährlicher als Marokko. Aber ich glaube trotzdem, dass Deutschland beide Mannschaften schlagen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Was sagst du? Nee, sehe ich auch so. Nächste Frage, die wahrscheinlich ganz viele da draußen wissen wollen. Wer war bis jetzt so dein stärkster Gegenspieler? Ich meine, du spielst meistens Rechtsverteidiger, kannst, glaube ich, auch ein bisschen offensiver spielen, aber Rechtsverteidiger, ja, hast du natürlich viele gute Gegenspieler mit sehr viel Qualität auf deiner Seite, die angreifen wollen. Normalerweise müsste ich sagen Messi. Ich habe letztes Jahr gegen ihn gespielt in Paris, aber wir haben dann nur, ich wurde eingewechselt, ich habe 8 Minuten nur gespielt. Bis dahin hat er schon 2 Tore gemacht. Die waren, glaube ich, schon 2 Tore vorne auch, hat ein bisschen gechillt. Und sonst...
ist bei mir halt immer so ein Zwischending zwischen Neymar oder Mbappé. Habe jetzt öfters gegen die beide gespielt, auch mit Monaco damals in Frankreich. Und bei Mbappé ist einfach dieses Speed, der kommt auf dich zu und der ist einfach weg, der ist unfassbar schnell. Aber also, du bist doch auch schon schnell so, das denke ich mir. Man denkt auch immer, man ist schnell, aber dann, wenn man Mbappé sieht, dann weißt du wirklich, was Schnelligkeit ist. Also das, du hast ist ja so einen Spieler, Davis, Mbappé, Coman, da siehst du einfach, wie krass schnell die sind und dann merkst du auch noch diesen Unterschied. Ist schon heftig, aber ich glaube eher, dass ich trotzdem Neymar sagen würde, weil der einfach nicht weiß, was er macht. Der kommt auch mit richtig viel Speed, das wird auch unterschätzt bei ihm, aber links, rechts, durch die Beine, der hat... Auch dieser Überraschungseffekt vielleicht einfach, was man so im Fernsehen sieht. Ich habe da, wie gesagt, allergrößten Respekt vor, aber ich glaube, du hattest die Jungs auch ganz gut im Griff, oder? Wenn ich das jetzt so... Mal mehr, mal weniger, ja. Ich habe ein paar Spiele natürlich immer verfolgt und so, sah schon gar nicht mal verkehrt aus. Gegen Vinicius, die eine Aktion, die habe ich noch im Kopf, das war mir sicher, wie war der vom Speed her, wenn ich jetzt mal so fragen kann? Gut, da ist ja noch immer was anderes. Du kommst rein, er ist schon mitten im Spiel, du musst halt reinkommen, ist heiß gelaufen, genau. Du musst von 0 auf 100 direkt da sein. Diese eine Situation... viele haben mich auch darauf angesprochen, was hat er mit dir gemacht, was ist passiert. Ich sehe es ein bisschen anders, weil für mich war es so, dass er auf mich zukommt. Ja. Das erste 1 gegen 1 will links vorbeigehen, ich habe meinen Fuß noch da. Der Ball kommt dann wieder zu ihm. Beim zweiten 1 gegen 1 nimmt er wieder Tempo auf und kappt dann ab und zieht dann nach innen. Ich begleite dann auf Abstand noch. Er spielt dann rüber den Ball auf Valverde. Und der nagelt ihn dann. Er macht nochmal einen Haken und nagelt ihn dann rein. Und wenn du das halt siehst, ich habe es auch dann bei Insta gesehen und was macht Vinicius und sonst was, aber wenn ich irgendwie eine schlechte Situation habe oder Neymar hat mir auch mal einen Überschall gegeben, ich bin keine Ahnung wohin gelaufen, ich sehe es auch ein. Ja. Ich akzeptiere das auch, für mich auch kein Problem. Aber ich glaube, in dieser Situation war es jetzt nicht so was Spezielles, dass man sagt, oh mein Gott, du bist auseinandergenommen. Oder? Also eine Sache, die ich jetzt noch ganz kurz loswerden möchte, ist mir einfach aufgefallen, Social Media, die können aus der kleinsten Mücke, ist meiner Meinung nach, immer so einen Elefanten machen, will ich auch nochmal ganz kurz sagen. Weil jetzt hieß es, bestes Beispiel, Deutschland versagt gegen Japan, jetzt schießt Füllkrug das Tor und auf einmal ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist irgendwie immer diese Internetwelt so, das ist einfach so. Ich glaube, im Profifußball ist es noch viel extremer. Guck mal, du kannst jetzt gegen Vinicius, kannst die Bahn haufen runterlaufen, die geilsten Flanken bringen. Hast du eine Aktion dabei, was jetzt vielleicht komisch aussieht, schon hauen sie Leute von allen Seiten drauf. Das ist einfach so. Aber ich glaube, gut, dafür bist du Profifußballer genug, dass du sagen kannst, jetzt kommt die nächste Aktion. Ja. Das ist dann halt einfach so. Wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen über Lionel Messi gesprochen. Hast ja auch gesagt, schon 2 Tore geschossen, bevor du reinkamst. Jetzt natürlich auch die Frage, die viele Zuschauer wissen wollen, was würdest du sagen, Messi oder Ronaldo? Ich muss ehrlich sagen, ich bin eher Team Messi. Warum? Ich finde, Ronaldo ist ein brutaler Arbeiter. Also von der Mentality und so ist es auf jeden Fall Ronaldo. Aber ich glaube, vom Gesamtpaket, was Messi einfach auf den Platz bringt, seine Dribblings, sein Abschluss, Freischuss, alles drum und dran. Gesamtpaket würde ich schon eher sagen, Messi. Ich bin Team Ronaldo, weil mir das Arbeiten halt einfach mehr gefällt. Ja, aber es ist ja dann bei jedem, also das ist ja das, was Ronaldo ausmacht. Ne? Der hat schon Talent mitbekommen, aber diese Arbeit und Ehrgeiz, Disziplin, dieser Fleiß, das ist halt schon, was ihn dahin gebracht hat. Ja, 100%. Ach, ich verstehe jeden, der sagt, okay, Messi hat einfach mehr Talent, mehr Qualität, vielleicht auch im Dribbling, in vielen Situationen auch einfach ein anderer Spieler. Aber ich persönlich sage einfach Ronaldo, weil mir die Art des Arbeitens gefällt. Ich mag Leute, die arbeiten, um erfolgreich zu sein. Deshalb bin ich immer so, nicht, dass Messi jetzt nicht arbeitet, um Gottes Willen, aber ich sage Ronaldo, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich schon sagen, dass Ronaldo härter vielleicht arbeitet, länger im Gym ist, wenn ich das sehe, mit seinem Sohn noch trainiert und. Finde ich schon sehr, sehr geil und sehr sympathisch auf jeden Fall. Freunde, wenn euch das Interview gefallen hat, ich glaube, es war sehr, sehr interessant für viele da draußen, lasst gerne ein Like da, ein Abo da und jetzt drückt mir nochmal Deutschland bei der WM gemeinsam die Daumen. Danke auch von mir.